Seit über 15 Jahren ist der Krieg in Bosnien vorbei. Doch in den Familien wirkt er weiter. Vater Salko sucht Vergessen im Alkohol. Oft schlug er seine Frau bewusstlos oder griff zum Messer. Tausenden von Bosnierinnen geht es wie Rahima. Als es das letzte Mal passierte, konnte ich 7 Tage lang die Augen nicht schließen. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte weniger Angst um mich als um die Kinder. Niemand sprach mich darauf an. Das Gesicht der 40-jährigen Rahima ist von den Misshandlungen ihres Mannes gezeichnet. Während des Krieges wurde dieser in den Konzentrationslagern schwer gefoltert. Arbeit gibt es nicht und ich habe auch keine Ausbildung. Ich war psychisch völlig kaputt. Das Psychische hat mir am meisten zugesetzt. Die Kinder wissen nie, was sie erwartet, wenn sie nach Hause kommen. Ist der Vater wieder betrunken? Doch auch dann können sie nirgendwo hin. Der bosnische Staat stellt keine sozialen Einrichtungen bereit. Meistens schlafe ich hier im Gebüsch. Wenn es Tag wird, gehe ich hoch. Das ist, wenn er die Kinder nicht schlägt. Wenn er aber die Kinder angreift, dann flüchten wir alle drei zusammen hierher. Nach solchen Nächten in der Kälte gingen die Mädchen zur Schule, als ob nichts gewesen sei. Bis sich die bosnische Organisation Vive Žene einschaltete. Das Team von rund 30 auf Traumaarbeit spezialisierten Fachleuten betreut Familien rund um die Stadt Tuzla bis in die entlegensten Dörfer. Der Vater wurde in einer Klinik zwangshospitalisiert, auf Entzug gebracht. Seit einem Monat hat er nichts mehr getrunken. Wie lange hält es wohl an? Mit ihren Besuchen durchbricht die Sozialarbeiterin Muhashira das Schweigen über die Gewalt, lindert so die Isolation der Mutter. Heute hat sich der Vater Salko für eine Traumatherapie bei Vive Žene entschieden. Er will die Folter, die er im Krieg erleben musste, seelisch verarbeiten. Ganz leise zieht Hoffnung in der Familie ein. Im Sommer konnten sich Mädchen und Mutter im Frauenhaus von Vive Žene erholen. Vive Žene hat uns geholfen, von der Angst wegzukommen. Besonders unserer Mutter haben sie sehr geholfen. Vive Žene wird von Jamane Schweiz unterstützt. Sie helfen, wo alle denken, die Normalität sei eingekehrt.